Sie lauern überall und in jedem Alter. Einmal aufgetragen und schon sind sie weg. Wer gerne kleckert, ist froh, wenn er ihn dagegen hat. Kein Fleck ist wie der andere. Zum Beispiel Ketchup. Oder der Kaugummi. Und was jeder kennt, das Marmeladen-Frühstücksbrötchen. Ob wir es hinbekommen, dieses Hemd heute wieder sauber zu kriegen, das sehen wir jetzt. Der Killer kommt aus Hessen. In Egelsbach sitzt der Fleckenteufel. Das Zaubermittel ist beliebt. 35 Millionen Flaschen gehen von hier aus in die ganze Welt. Ein Mittel gegen sämtliche Flecken. Aber es geht auch anders, zum Beispiel mit diesem Tuch. Es saugt Farbe auf, und zwar da, wo sie nicht hingehört. In der Waschmaschine, damit die Wäsche nicht verfärbt. 100 Millionen Tücher sind schon um die Welt gegangen. Aneinandergereiht ergibt das die Strecke von der Erde bis zum Mond. Die Erfolgsgeschichte beginnt 1934 in einer Berliner Apotheke. Hier experimentiert der Gründer Gerhard Kraus mit dem ersten Reinigungsmittel. Nils Beckmann ist dessen Urenkel und seit einem Jahr selbst ein Teil des Familienunternehmens aus Egelsbach. Herr Beckmann, wie wäscht denn Europa? Das würde mich mal interessieren. Gibt es da Unterschiede? Dazu gibt es tatsächlich Studien und eine davon besagt, dass wir Engländer ganz selbstbewusst beim Waschen sind. Über 58% halten sich für Spezialisten. Wir Deutschen, wir sind eher realistischer. Nur 50% denken, dass sie gut waschen. Und Italiener ebenso. Gibt es auch spezielle Produkte für unterschiedliche Länder? Weil es gibt ja auch unterschiedliche Speisen. Müsst ihr da auch drauf achten? Wir haben tatsächlich einen Fleckenteufel für England gegen Pizzaflecken. Nicht für Italien, für England. Und auf der anderen Seite der Welt, in China, da sind die Sojaflecken natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, wir haben eine eigene Rezeptur entwickelt und ist der Fleckenteufel gegen Sojaflecken. 350 Mitarbeiter arbeiten daran, dass Blusen, Hemden, Unterhosen und Jeans von West nach Ost und von Nord nach Süd wieder sauber werden. Der größte Erfolg ist, dass unser Familienunternehmen im Mittelstand in mittlerweile über 80 Ländern auf der Welt vertreten ist, was für ein mittelständisches Unternehmen unserer Größe eigentlich untypisch ist. Nur in Egelsbach wird das flüssige Gold aller Wasch- und Putzliebhaber hergestellt und abgefüllt. Doch gilt, andere Länder, andere Wäsche. Die Polen waschen zum Beispiel überdurchschnittlich Baby- und Kinderwäsche. Die Franzosen stehen auf besonders saubere Unterwäsche, wenn sie das Haus verlassen. Die Italiener lieben Amore und waschen deshalb liebend gern die Bettwäsche. Bei uns Deutschen wird gerne geschwitzt und angepackt. Deshalb landen die Sportklamotten und Arbeitskleidung am häufigsten in der Waschtrommel. Damit auch alles sauber wird, gibt es bei Dr. Beckmann Dr. Frank Strauß. Er ist der Chefchemiker. Mit seinem Team tüftelt und testet er an immer neuen Reinigungsmitteln. Damit hat er ziemlich früh angefangen. Also, wenn ich in meine Kindheit zurückblicke, gab es natürlich mit dem Kosmos Chemiekasten so ein paar Aha-Erlebnisse, vor allem von meinen Eltern. Ich hatte den entsprechenden Experimentierraum im Keller. Und da drangen dann ab und zu schon mal komische Gerüche durchs Haus, wo es dann ab und zu auch ein bisschen Ärger gab. Jetzt ist erstmal mein dreckiges Hemd dran. Dr. Strauß, ich habe erfahren, auf der ganzen Welt wird der hessische Fleckenteufel unterschiedlich eingesetzt. Ich habe heute auch mal ein bisschen was vorbereitet, wie Sie sehen können. Bekommen wir dieses Hemd wieder sauber? Aber sicher. Für jeden Fleck gibt es ein passendes Mittelchen. Vom Kaugummi über Ketchup und Marmelade bis hin zu Rost, Rotwein oder Blutflecken. Je nach Schmutz muss das Mittel unterschiedlich lang einwirken. Von 5 bis 60 Minuten ist alles dabei. Nur ein Fleck ist noch besonders hartnäckig. Wegen seiner chemischen Struktur funktioniert da kein Bleichmittel. Es gibt einen Fleck, da haben wir uns besonders schwer getan bisher, und das ist Edding. Das haben wir noch nicht geschafft und das wäre so ein kleiner Traum von uns allen, dass wir irgendwann den Edding-Fleck entfernen können. Die Egelsbacher haben viel Konkurrenz. Auch andere Unternehmen produzieren erfolgreich Fleckenreiniger. Ausruhen können sie sich deshalb bei weitem nicht. Täglich werden die neuesten Erfindungen getestet, ausprobiert und daran getüftelt. Den Flecken geht es an den Kragen. Aber schafft der Fleckenteufel auch meine? Wie Sie sehen, die Flecken hier sind schon raus, aber es geht ja um diese hier. Wir werden jetzt gleich mal schauen, ob sie wirklich rausgehen. Ich habe mal nachgefragt, bei wie viel Grad der Deutsche durchschnittlich seine Wäsche wäscht. 40 Grad wurde mir gesagt. Zum Beispiel in Japan und Amerika, die waschen nur mit kaltem Wasser. Wir schauen jetzt mal, ob es bei 40 Grad klappt.
Eine Stunde wurde das Hemd jetzt gewaschen. Die Flecken, die waren ganz schön hartnäckig. Ich bin gespannt, ob es funktioniert hat. Es hat funktioniert. Es ist sauber. Ich kann mich wieder einsauen. Und ich weiß jetzt, wie man zukünftig Hemden wäscht. Ein Fleckenteufel für die Welt. Made in Hessen. Und morgen bei Maintower. Die einzige Hutfabrik Hessens. Promis aus der ganzen Welt tragen Kopfbedeckungen aus Lauterbach.